Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Morgen wird zum ersten Mal der Virchow-Preis für globale Gesundheit verliehen. Für sein wissenschaftliches und gesundheitspolitisches Wirken, vor allem in der Erforschung und Bekämpfung von HIV/AIDS und COVID-19, erhält der kamerunische Virologe John Nkengasong diesen Preis, und es ist sicherlich hochverdient und auch im Sinne des Namensgebers. Ich habe allerdings Zweifel, dass Rudolf Virchow, der große Pathologe, Anthropologe und Menschenfreund, so begeistert davon wäre, welche Kreise sich nun mit seinem Namen schmücken. Nur leider kann er sich nicht mehr wehren. Der Preis wird verliehen von der Virchow Foundation, einer privaten Stiftung, die über die German Health Alliance eng verbunden ist mit dem Bundesverband der deutschen Industrie. Und die Mitgliederliste dieser Allianz liest sich nicht zufällig wie das Who is Who der deutschen Gesundheitswirtschaft, von der Pharmaindustrie bis zum Versicherungskonzern. Sie leisten sich hier ein bisschen Weißwaschen, während sie ansonsten mit ihren Geschäftspraktiken gerade dafür sorgen, dass Menschen im globalen Süden ihr Menschenrecht auf Gesundheit nicht verwirklichen können, indem sie Technologietransfer verhindern, wissenschaftlichen Nachwuchs abwerben und die Gesundheitssysteme überall auf der Welt nach den Prinzipien von Markt und Profit gestalten wollen. Und es wird noch doller. Eine der Stifterinnen ist obendrein Friede Springer, deren Medienkonzern wie kein zweiter in Deutschland in den 80er und 90er Jahren die Brandmarkung von HIV und AIDS als Schwulenseuche und die Hetze gegen die Betroffenen zum Geschäftsmodell gemacht hat und damit die Aufklärung und Prävention konterkariert hat. Rudolf Virchow, meine Damen und Herren, hat das nicht verdient. Er war ein aufrechter Humanist, der erkannt hatte, dass es darum geht, die Verhältnisse so zu verändern, dass Menschen eben nicht erkranken und dass jeder Mensch das gleiche Recht auf Zugang zur Gesundheitsversorgung auf dem Stand der aktuellen Wissenschaft hat. Er sagte, eine vernünftige Staatsverfassung muss das Recht des Einzelnen auf eine gesundheitsmäßige Existenz unzweifelhaft feststellen. Recht hat er. Und ich ergänze, Gesundheitsversorgung darf nicht abhängig sein von der Herkunft, vom sozialen Status, vom Geschlecht oder vom Geldbeutel. Es ist die Pflicht aller Staaten, sie zu gewährleisten und sich dabei nicht abhängig zu machen vom Mäzenatentum einiger Superreicher. Wir brauchen kein Weißwaschen und keine neuen Märkte für deutsche Unternehmen, sondern endlich globale Gerechtigkeit bei der Gesundheitsversorgung. Oder lassen Sie mich das noch mal mit Virchow sagen. Wer kann sich darüber wundern, dass die Demokratie und der Sozialismus nirgends mehr Anhänger fand als unter den Ärzten? Dass überall auf der äußersten Linken, zum Teil an der Spitze der Bewegung, Ärzte stehen. Die Medizin ist eine soziale Wissenschaft und die Politik ist nichts weiter als Medizin im Großen. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin in dieser Debatte ist Tina Rudolph für die SPD-Fraktion.